einfach nur Erde. Das war's schon. Dann die nächste Fuhre. Erde, 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 Erde. Wo habe ich die ganze Erde her? Ich kann's euch nicht sagen. Ich habe gebuddelt wie blöde. Ich weiß ja. So und so. Ja. Dann gehen wir nochmal runter. Tatsächlich, jetzt passt die ganze Erde hier rein. Das ist doch super jetzt hier. Ich hätte es eigentlich umdrehen müssen. Jetzt haben wir die Erde oben. Und ja, den Kies, den setze ich einfach jetzt mal nach oben hier rum. Wisst ihr was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das geht wesentlich schneller, das Umsetzen. So, mit dem Sand inklusive. Ja, sieht schon doof aus. Jetzt aber mal echt doof. Ich könnte jetzt noch eine Kiste drüber machen, weil das ist ja nur so ein halbes Teil da oben. Da funktionieren die Kisten auch drüber. Was mache ich denn? Den Pilz. Ich glaube, ich muss mir mal draußen irgendwie so eine kleine Pilzplantage bauen. Natürlich nicht in der Sonne, nein. Wo kann man denn mal... Ah, ja, natürlich. Passt auf. Ich weiß wo. Zack. Hier mache ich mal das Licht aus. Hier mache ich mal... Ach, du Schande, ist das Duster. Hier bastle ich jetzt mal eine Pilzplantage rein. So, prima. Das sollte ausreichen, damit der Pilz dort unten wächst. Also, vielleicht, ich lasse die Markierung mal weg. Da dürfen ruhig mal ein paar Skelette spawnen. Oder was auch immer. Südelle. Und demnächst ist schon geplant, gibt's wieder was von unserem Zafaka-Palast. Jawohl, ein Trailer, eine, ja nicht Trailer, sondern, ich weiß nicht, so in-game einfach mal eine kleine Erklärung. Wir haben nämlich das Magical Spells bei uns drauf. Ihr könnt euch Zauberstäbe zusammenschustern. Finde ich persönlich oder fand ich persönlich am Anfang recht langweilig, aber boah, hat sich dann spontan geändert. Das heißt spontan, weil ich mich dann mal durchgefuttelt habe, was es denn so alles für Zauberstäbe gibt. Und siehe da, die schiere Anzahl an Möglichkeiten, Spells zu machen als normaler User, wie zum Beispiel Tag- und Nachtwechsel, den könnt ihr als normaler User dann plötzlich zaubern. Das kostet natürlich nichts. Aber diese, allein diese Möglichkeit ist phänomenal. Ich fand es super. Und ich habe mir natürlich direkt schon mal ein paar gecraftet, wie man so schön sagt. Hab mir dann, kann mir jetzt Tierchen herbeizaubern. Wölfe, normale Tiere, gemischt mit Ozelots und Kühen, Schweinen, Schafen, glaube ich, habe ich jetzt noch. Hab ich Schafe hingekriegt? Ne, ich glaube Schafe nicht. War schon fantastisch, die Möglichkeit. Sie hat jetzt da oben dieses Hitz nicht. Ja, super. Ja, super. Na gut, jetzt haben wir gerade wieder aufgelegt. Jetzt kann ich auch wieder zumachen. Das ist übrigens doof, so baue ich meine Felder gar nicht mehr. Mit dem Wasser hier drunter und unterm Haus und sowas. Ist eigentlich völlig unnötig. Also bei diesen Feldern würde ich sagen, jetzt noch eins breiter nach links, eins breiter nach rechts, nach unten, nach oben und exakt in der Mitte einen Wasserblock. Das spart. Das ist der Hammer. Der Knaller. Hier müsste ich das Feld dann eins weiter nach, nee, zwei weiter nach rechts sogar ziehen, zwei weiter hier nach außen, dann wäre hier, Moment, lass mich mal da und der würde bleiben. Ja, der würde bleiben. Und der kämpft zwei nach draußen. Dann wäre der... Ach, das ist ja prima. Obwohl, nee, zwei hier. Dann wäre das hier. Nee, das passt ja auch wieder nicht. Also den Weg müsste ich dann umlegen. Ich will keinen umlegen. Nein, lasst mal. Das ist schon so in Ordnung. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Getreide. Ab damit in die Kiste. Tada. Da, du. Hier. Komm, jetzt nicht wieder ablegen. Hier rein. Knochen. Und wir haben ein Stack Knochen. Super. So, wir müssten eigentlich wieder angeln gehen. Habe ich denn? Ja, ich habe noch eine Angel. Weil so viele Kätzchen haben wir jetzt auch wieder nicht. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt nicht angeln. Ich schalte mal gerade. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich mache mal hier Stopp und mach dann mal das hier an. Mal sehen, ob ihr erkennt, was ich vorhabe.
erstmal wieder gar nicht hier. Die 8 nehme ich mit. Die tue ich weg. Die tue ich weg. Das tue ich weg. Das Glas tue ich weg. Wir haben keine... Doch, wir haben Pfeile. Natürlich haben wir Pfeile. Die Schiers, das Futter, die Äpfel, ein bisschen Stein. So. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit vorzustoßen. Aber zum Vorstoß brauche ich noch ein bisschen Eisen. So, zur Sicherheit bastel ich mir schnell noch eine Schaufel. Hoppala, das geht ja gar nicht. Also, eine Schaufel und das reicht vollkommen. Oh nein, oh nein. Ich wusste doch, da fehlt etwas. Wir brauchen nämlich dringendst ein neues Schwert. Das alte, das gibt bald den Geist auf, wie ihr seht. Ja, das will ich jetzt auch nicht verzaubern, aber jetzt kann es losgehen. Wohin? Wohin? Yes. Boing, boing. Es wird sehr unangenehm für euch. Huch. Das muss ich noch ausbessern. Ich schaue mich mal hier hinten um. Weil hier unten waren wir. Oh ja. Oh. Oh ja. Oh nein. Es geht tatsächlich bis ganz tief runter. Ich verkneife mir das. So, ich muss mich jetzt richtig hinsetzen. Bevor es jetzt ganz duster wird. Ah, ein Pfeil von hinten. Habt Angst in der Nacht. In dieser Hölle wird dich niemand schreien hören. Du kannst den Armen der bösen Kreaturen nicht entkommen. Des Bösen. Naja, so böse kann das Schwein ja nicht sein. Du bist böse! Verdammt, ich wollte gegen dich verschandeln. Das ist mir doch jetzt egal. Komm, ein bisschen, dann nehme ich jetzt mit hier. Papa, schnell nach oben gucken. Der hat uns gewiss erfolgt. Wir tingeln jetzt hier durch die Gegend. Schauen uns ein bisschen vorsichtig bisschen um. Gehen kurz mal. Dummerweise bin ich jetzt mit einer Funktastatur unterwegs. Weil meine alte ist besabbert und beschlabbert und gelebt. Voll mit Orangensaft. Nicht schön, aber wahr. Hau dich weg! Ich hab nicht getroffen beim letzten Mal. Ist das denn zu fassen? Boink, boink, boink. Und im Sprung wechsle ich direkt das Schwert und drehe mich wieder um. Du nicht. Du erst recht nicht. Tot. Tot. Und ich habe wieder einen Bogen bekommen. Ein normaler Bogen, okay. Der ist ja nicht so viel wert. Trotzdem. Was ist denn da hinten? Junge.